Hi Leute und willkommen zurück zu Silent Hill 2, dem Remake. Wir machen weiter, sind wieder in der Stadt unterwegs, haben im letzten Part hier so die Straßen erkundet, haben Schraubenschlüssel mitgeholt und eine Nachricht, dass wir oben wieder zum Rosewater Park gehen sollen. Und mit dem Schraubenschlüssel haben wir jetzt hier einfach aufgemacht. Nun, ich glaube, ich muss die Kamera wieder hochstellen. Schrecklich, diese Taschenlampen in Horrorspielen. Wenn ihr so eine Taschenlampe habt, die so weit reicht zu Hause, bitte schmeißt die weg und kauft eine neue. Ich habe eine, die geht die komplette Straße runter. Die hat irgendwie 16 LEDs drinne. Okay, wir orientieren uns an der Wand. Beides aufmachen? Nein. Wenn das jetzt Alan Wake 2 wäre, einfach so eine Leuchtpistolenkugel durch die Gegend schießen oder irgendwie sowas. Und dann eine ordentliche Taschenlampe. Ach genau, hier drin war ja nichts, ne? Es war ja nicht angezeigt, wie die Wege hier drin sind. So. Jetzt erstmal ins Klo verstecken. Okay, das nehmen wir. Hätte man das vorher schon finden können und ich bin einfach so gegangen, dass ich es nicht gefunden habe? Bestimmt, ne? Okay, scheint richtig zu sein, ist auf dieser Strecke irgendwo sein. Da sollen wir hin. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? Well, I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama.
She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Okay. Da ist was. Mein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste, ich habe nicht über. Okay. Tür zum alten Verein war verschlossen. Zum alten Verein. Okay. Geschichtsverein. Das ist ein Schlüssel. Nun. Oh Gott. Eine ganz lange Straße zum Runtergehen und angegriffen werden. Toll. Thank you.
ist nix. Als ob hier jetzt keine Gegner kommen. Ich habe eigentlich nach dem letzten Part gedacht, ich werde jetzt hier von 12 Viechern verfolgt oder so. Da hat einer die falsche Seite vom Auto eingeschlagen. Pech. Okay, und jetzt lass mich rein. Dann nicht. Such mir einen anderen Weg. Moment. Hier ein Wagenheber für irgendwas ist. Da gibt es auch eine Stelle, wo man den irgendwo benutzen soll. Fond. Nämlich. Sehr gerne, danke. Ist das so ein Ding, ich nehme das weg, das Auto geht Alarmanlage los und ich werde verfolgt? Wagenheberhebel. Ja. Und jetzt? Sag mir nicht, ich kann diese Leiter hoch. Das wäre Quatsch. Er hat auch nichts markiert an der Tankstelle. Also hätte jetzt den Wagenheber rausgenommen und da hinten drunter gestellt, wo das Auto halb im Tor stand. Und dann hätten wir das Auto hoch und damit auch das Tor hoch gemacht. Hätte ich verstanden. Aber wir brauchen ja jetzt einen Wagenheber, wo wir den Hebel ranmachen und dann damit irgendwas machen, oder nicht? Hm. Nee, markiert's nicht, dass das zu ist. Warum nicht? Hm. Ich kann den auch nicht hier wieder dran machen. Dann gehen wir weiter.
fast. Guckt man da hin? Irgendwo ein. Ja. Dann nicht. Ich dachte, wir erleben noch was Spannendes auf der Straße, aber nicht so. Okay. Wehe, ich laufe jetzt 3 Stunden in diesem Mini-Haus rum. Okay. Ja, hier, nimm das und hör auf zu jammern. Du machst mich fertig. Genau gucken.
Oh meine Güte. Zu den regionalen Legenden gehört auch die Sage von der Herrin des Lichts. Sie erzählt von einer Frau, die der Hexerei angeklagt und für schuldig befunden wurde. Zur Strafe wurde sie auf eine kleine Insel im See verbannt. Hm? Kennen wir, das ist die Liebesgeschichte von der Statue auch. Okay, dann sind wir gleich einmal rum und haben nur noch da hinten das. Hier noch irgendwas an der Seite? Nö. Okay. Dann speichere ich einmal und wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Gab es natürlich keine Action, aber dafür kann ich nichts. Da war eine lange Straße, wo jede Menge Gegner hätten kommen können, aber hat man nicht genutzt. Kommen hier vielleicht noch ein paar, wenn wir im nächsten Part rausfinden. Bis dahin. Ciao, Leute.